Herzlich willkommen zur DOCS 42 Class of PowerPoint, dynamische Tabellen und weitere neue Features, insbesondere die Azure Blob Storage Action. Was ist eine DOCS 42 Class für diejenigen, die das noch nicht kennen? Das sind unsere kurzen Tutorials über neue Features, über Möglichkeiten mit DOCS 42 und die Möglichkeit, neue Tipps und Tricks zu erfahren, wie man mit DOCS 42 arbeitet. Heute geht es um die neuen Features der Version 4.3. Die ist auf unserer Webseite verfügbar. Einfach runterladen und installieren und die Features dann selbst ausprobieren. Mein Name ist Lisa Pulsinger. Ich bin Senior Technical Evangelist bei DOCS 42. Ich bin seit 2017 Teil von DOCS 42 und ich freue mich, dass ich heute eben die neuen Funktionen, insbesondere die dynamischen Tabellen und die Azure Blob Storage Action heute Ihnen zeigen kann. Gut, was steht denn am Plan für die nächsten Minuten? Und zwar genau die Version 4.3, das ist die 4.3.112, bitte die runterladen von unserer Webseite. Danach schauen wir uns die Unterschiede an. Die dynamischen Tabellen, wie im PowerPoint, im DOCS 42 PowerPoint, wie haben die bis jetzt funktioniert? Und welche neuen Möglichkeiten gibt es jetzt mit der neuen Version? Danach schauen wir uns auch die Azure Blob Storage Action an. Und es ist natürlich Zeit für Fragen und Antworten. Wenn Sie Fragen haben, die Chance nutzen und in Questions and Answers Tab reinschreiben, einfach als Kommentar schreiben. Die beantworte ich gerne. Und natürlich steht das Video später dann auch als Aufzeichnung auf unserer Webseite zur Verfügung. Gut, dann legen wir gleich los mit DOCS 42 PowerPoint dynamische Tabellen. Da habe ich ein Beispiel mitgebracht. So, und in unserem Beispiel, da ist jetzt meine Ausgangslage zuallererst einfach eine Excel-Datenquelle. Und in dieser Excel-Datenquelle, hier habe ich da Mitarbeiter aufgezeichnet für einen gewissen Account. Hier haben wir den Kontaktnamen, hier haben wir eine Telefonnummer und eine Seniority. Und ich soll dazu eine Übersicht im PowerPoint erstellen, eine dynamische Tabelle, wie mir eben diese Mitarbeiter hier ausgegeben werden können. Und jetzt zeige ich Ihnen dann, wie hat es bis jetzt mit DOCS 42 funktioniert und was gibt es eben für eine zusätzliche Funktionalität mit der neuesten Version. Ich erstelle als allererstes eine neue PowerPoint-Präsentation. Ich nenne diese Kontakt-Tabelle, öffne jetzt mein PowerPoint und wir sehen dann hier DOCS 42, das ist die Version 4.3.1. 12. Genauso diese bitte installieren, dann können Sie eben auch die neue Funktion für die dynamischen Tabellen verwenden. Als allererstes lege ich mir meine Datamap an. Die speichere ich auch gleich in meinen Ordner hier rein, nämlich Class Tables. Speichere ich, verlinke ich noch zum Dokument. Und dann binde ich meine Excel-Datenquelle an. Kann natürlich jede Datenquelle sein, in dem Beispiel ist es Excel. Und ich schreibe hier Mitarbeiter, wähle dann mein Excel-File aus. Das ist hier die Contact-Info und sage DOCS 42, welchen Bereich aus dem Excel ich denn gerne lesen möchte. Sage hier einfach hier Account. Ist Seniority. Diese Felder möchte ich alle auslesen. Ich brauche dazu eben nur die erste Zeile zu markieren. Jetzt werden mir hier schon meine Felder ausgegeben. Ich klicke dann noch an Read until first empty cell. Also falls ich eben meine Excel-Datenquelle erweitert, dann wird es hier automatisch gemacht mit diesem Read until first empty cell. Gut. Okay, soweit ist das vielleicht den meisten schon bekannt. Ich schließe jetzt meine Datamap und füge jetzt meine Tabelle ein. Kontaktliste nenne ich diese und füge dann eine Tabelle mit, ich glaube, hier machen wir mit drei Werten,
fülle ich ein. Und dann bei Docs 42 Insert Data Field, da nehmen wir eine Überschrift, den Account, Contact Name und die Seniority nehmen wir mit. So, und jetzt mal fügen wir die Datenfelder ein. Account, Contact Name, Seniority. Und im ersten Schritt generiere ich jetzt mal meine Tabelle. Und jetzt sehen wir hier, okay, es wird mir hier jetzt meine Tabelle erstellt, allerdings nur mit dem ersten Listeneintrag. Also ich habe Docs 42 noch nicht gesagt, dass er mir alle meine Daten ausgeben soll für meine Tabelle. Dann, was bis jetzt eben möglich war oder eine Möglichkeit, die man nutzen kann, ist die Funktion Loop within Textbox. Da werden dann alle meine Werte wiederholt, aber innerhalb meiner Tabellenzeile. Ich gehe jetzt auf OK und jetzt sieht man hier bei diesem Datenfeld ist da vorne ein Stern angebracht und wenn eben ein Stern angebracht ist, das heißt Loop within Textbox. Das funktioniert in Tabellen, funktioniert aber auch in normalen Textfeldern. Man kann das auch hier machen, hinten gebe ich es auch mit an. So, und jetzt generiere ich meine Vorlage wieder und jetzt sehen wir, wir haben jetzt hier die Auflistung hintereinander, allerdings in einer Tabellenzeile. Das ist die Möglichkeit, die davor schon mit Docs 42 bestanden hat. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit, mit Docs 42 dynamische Tabellen zu gestalten. Ich kopiere hier meine Tabelle. Vielleicht schreibe ich die Überschrift in Text. In Textbox wiederholt und dann die nächste Möglichkeit, Kontaktliste mit Row. Wenn man eben eine Tabelle erstellen möchte und genau sagen möchte, welche Zeile möchte ich denn wiederholen, dann gibt es die Möglichkeit, anstelle von Loop within Textblocks mit der Row zu arbeiten. Und ich kann ja sagen, als allererster die Row, dann werden mir die Daten von meiner ersten Zeile ausgelesen. Jetzt sehen wir, jetzt ist der Stern verschwunden und im Hintergrund in Ecken Klammern steht da der 1er. Hier machen wir auch die Row 1 und dann hier die Row 1. Und um dann weitere Tabellenzeilen hinzuzufügen, füge ich darunter eine Tabellenzeile darunter an, füge jetzt hier noch einmal das war der Account, der Kontaktname und die Seniority ein. Okay, und würde dann hier zum Beispiel sagen Row 3, dann wird mir die dritte Zeile genommen, hier die dritte Zeile und auch noch hier. Ach, jetzt habe ich das ersetzt. Bei der Seniority-Zeile 3 als Beispiel. Jetzt generiere ich das. Oben ist, das habe ich jetzt nicht mitbedacht, aber oben ist es jetzt eben in einer Zeile wiederholt und unten ist es in einzelnen Reihen wiederholt. Allerdings habe ich hier fixe Werte mitgegeben. Natürlich möchte ich aber auch hier die Werte dynamisch mitgeben und vielleicht eben auch alle Inhalte der Tabelle wiederholen und das ist jetzt eben möglich mit der neuen Funktionalität und das ist wiederholen, in die Tabellenzeile wiederholen. So, das gehen wir einfach mal hier rüber, dass das ein bisschen besser ausschaut. Das löschen wir hier weg. Dann haben wir eben alle drei Optionen hintereinander aufgelistet. Die dritte Option ist Kontaktliste in Table Row. Ich füge jetzt wieder meine Tabelle ein, habe hier wieder meinen Account Name Seniority und jetzt hier der Account für die Felder und jetzt habe ich hier eben diese neue Funktionalität Loop Table Rows.
gehe auf okay. Das muss ich auch nicht bei jedem Feld machen, sondern das mache ich einmal und dann wird automatisch für meine Datenquelle wird dann die Zeile wiederholt. Ich mache vielleicht den Table auch in einer anderen Farbe, dann sieht man das besser. Und ich generiere jetzt mein Dokument. So, da habe ich das noch nicht gelöscht. Hier habe ich dann meine Kontaktliste in Table Row, wo wirklich hintereinander jetzt mir meine Daten in einzelnen Zeilen ausgegeben werden. Das ist eine neue Funktionalität. Was jetzt auch möglich ist mit Tabellen, was auch eine neue Funktionalität ist, ist die Funktionalität Remove Shape if Data Field is Empty kann verwendet werden. Wenn also vielleicht dazwischen eine Zeile ist, die leer gelassen sein soll oder zum Schluss irgendwo leere Zeilen mitkommen, kann man jetzt auch einfach ausblenden mit Remove Shape if Data Field is Empty. Ich zeige das auch mal an einem Beispiel. Ich mache noch einmal meine Contact-Info-Tabelle auf. Hier habe ich die Informationen. Ich kopiere diesen Tab zum Sheet 2 und ich lösche hier da Informationen von Claudius Cloud. Die lösche ich hier raus. So, jetzt haben wir hier eine leere Zeile dazwischen. Natürlich schaut das nicht schön aus, wenn wir das so darstellen. Jetzt gehe ich zurück in mein PowerPoint. Ich kopiere jetzt meine Datenquelle. Mitarbeiter Empty Row gebe ich ein. Wähle jetzt meinen anderen Input hier aus. Jetzt das Sheet 2. Und jetzt wähle ich das aber hier auch anders aus. Gehe hier nochmal zurück und wähle den Bereich so aus, meinen kompletten Bereich. Gebe jetzt dieses Return to the First Empty Cell raus, weil das ja dazwischen leer ist. Speichere dann meine Änderungen und gehe jetzt hier zuallererst, das kopiere ich und das ersetze ich jetzt mit den Mitarbeiter Empty Row. Da haben wir einmal den Account, wir haben einmal den Namen und einmal die Seniority, dann wieder Loop Table Rows. Und jetzt wird mir das hier angezeigt und ich habe jetzt hier aber meine leere Zeile drinnen. Wenn ich das so möchte, kann ich das so belassen. Wenn ich das aber diese leere Zeile nicht haben möchte, dann kann ich hier einfach noch zusätzlich die Option Remove Shape if Data Field is Empty wählen. Gehe jetzt auf OK. Jetzt wird mir meine Präsentation generiert und die leere Zeile dazwischen ist jetzt weg und wird mir nicht angezeigt. Genau, und eben diese Funktionalität mit den dynamischen Tabellen, die kann man und mit diesen Table Rows kann man eben auch verwenden, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Tabelle erstellen wollen, dann möchten Sie Sortierungen drinnen haben, dass nach gewissen Bedingungen zum Beispiel der Manager soll als rot dargestellt werden, darunter die Employees als grün, ist jetzt einfach möglich mit dieser Möglichkeit. Das zeige ich Ihnen vielleicht auch kurz als Beispiel. Wir haben Mitarbeiter, die kopiere ich nochmal und sage hier, das sind die Manager. Und dann kopiere ich das nochmal und sage hier, das sind die Employees. Und hier gebe ich dann einen Filter rein und sage hier die Seniority, das ist vom Typ her Text, und da soll ein Filter drinnen sein und da ist der Filter Manager. Das sind dann nur die Managers. Und dann in dieser Datenquelle gibt es auch einen Filter. Und das ist von der Seniority. Das ist auch ein Text vom Field her. Sind das die Employees? Employee dürfte da das Richtige sein, nicht Employees. Genau, okay. Kann sie wird jetzt gespeichert und dann mache ich nochmal eine neue Tabelle
Und was ich jetzt hier mache, ist, ich füge wieder Rows Below ein und oben in der oberen, da ersetze ich das jetzt mit meinen Managern, der Contact Name, die, das ist zuerst der Account, der Contact Name und die Seniority. So. Das wiederhole ich wieder Loop Table Rows. Ich sage, okay, das hier vom Design her, vom Shading, sollen mir diese Zeilen im Manager, die sind grün, das wird mir grün angezeigt. Und darunter gebe ich eben dann für meine Mitarbeiter Employees, das ist Account, Contact Name und Seniority mit dazu. Ich sage hier auch wieder Loop Table Rows, dann wird mir das hier auch wieder wiederholt eingefügt und die sollen mir als gelb zum Beispiel angezeigt werden. Und jetzt generiere ich das Ganze und jetzt haben wir hier unten sortiert, oben den Manager in grün und darunter die Employees in gelb und jedes in einer einzelnen Zeile, das mir hier angezeigt wird. Genau. Also welches Szenario Sie euch haben mit dynamischen Tabellen in PowerPoint. Sie haben jetzt sehr flexible Funktionalitäten. Sie können die Tabellen so gestalten, wie Sie möchten. Sie können leere Zeilen dazwischen ausblenden. Sie können auch die Tabelle komplett ausblenden, wenn gar keine Daten hinterlegt sind. Also viele, viele weitere Möglichkeiten dazu. Und dafür bitte Docs 42 Version mindestens die 4.3.1.12 installieren. So, und das ist der erste Teil von unserer Docs 42 Class. Wenn es eine Frage eben zu PowerPoint gibt, gerne in den Chat schreiben. Ansonsten zeige ich Ihnen jetzt noch ein zweites Beispiel. Und zwar gibt es jetzt neu, auch mit der neuesten Version, die Azure Blob Storage Action. Also wenn Sie mit Dokumenten arbeiten, die Sie gerne in einem Blob Storage abspeichern möchten, mit Docs 42 ist das jetzt auch möglich. Und dazu zeige ich Ihnen eben, wir sind hier in einem Docs 42 Azure Account, Docs 42 Container, den haben wir hier im Microsoft Azure und da hier rein möchte ich jetzt ein Dokument speichern. Und das kann ich ganz einfach mit dem Docs 42 Server Designer aufsetzen. Ich habe hier einen Aufruf in meinem Docs 42 Server Designer. Das ist die Version 1.0.1.5. Bitte diese runterladen, um hier die Azure Blob Storage Action zu verwenden. Und hier haben wir ein Beispiel einer Employee-Liste. Da ist momentan eine Return Action hinterlegt. Wir arbeiten in dem Beispiel mit Azure Active Directory. Also habe ich hier auch meinen Azure AD Login hinterlegt, damit ich das auch lokal generieren kann und im Server Designer generieren kann. Und ich gehe jetzt auf Call Service und lasse mir jetzt mal das Dokument als Return Action returnieren. Jetzt wird mir das Dokument als PDF erstellt und Service Call war successful und ich kann das hier öffnen und mir hier anschauen, Employee-Liste, mein Dokument. Und jetzt sage ich, ich möchte zusätzlich das Dokument im Azure Blob Storage speichern. Hier habe ich die Azure Blob Storage Action. Da brauche ich jetzt einfach drei Parameter, den Account Name, den Container Name und Upload to Azure Part. Der Account Name, den Container Name haben wir hier. Das ist der Docs 42 Container. Upload to Azure Path ist mein Filename. Ich nenne ihn jetzt mal employee-list.pdf. Und dann brauche ich noch den Docs 42 Account Name. Das ist der Docs 42 Blob Test, wo ich eben hier meinen Container habe und gebe den da oben ein. Das ist der Storage Account Name, Docs 42 Blob Test. Habe jetzt hier alles aufgelistet und gehe jetzt nochmal auf Call Service. Jetzt wird mir mein Dokument wieder generiert. Zuallererst wird die Return Action ausgeführt und der Service Call war successful.
Und jetzt ist das Dokument mir auch im Azure Blob Storage gespeichert. Ich aktualisiere mir den Blob Storage. Und jetzt sehen wir, hier ist die EmployeeList.pdf jetzt gespeichert. Man kann den Namen, wie bei allen anderen Docs 42 Actions, natürlich auch dynamisch gestalten, indem wir eine dynamische Variable für den File-Name hier mitgeben. Was ich auch machen kann, ist einen Ordner erstellen, der nennt sich zum Beispiel Documents und dort ist dann die Employee-List, dann, die gespeichert wird und kann auch mal meinen Service aufrufen. Service Call war successful und ich refreshe das. Jetzt habe ich hier einen neuen Ordner angelegt und darin ist dann mein Dokument gespeichert. Genau. Das ist die Azure Blob Storage Action, auch verfügbar mit der neuesten Version. So, und das war's von der Docs 42 Class für heute, die neuen Funktionalitäten. Wir haben dynamische Tabellen in PowerPoint gesehen, wir haben Azure Blob Storage gesehen und jetzt, wenn Sie noch Fragen haben, gerne in den Chat stellen, dann kann ich die live beantworten, ansonsten auch gerne im Nachgang. Als letzten Punkt dann für heute noch, um wirklich die neuen Funktionen auszuprobieren, selbst bei sich einzusetzen, einfach die neueste Version bei uns auf der Webseite downloaden, docs42.com/modules/download. Dort steht das alles zur Verfügung. Und auch gerne die Docs42 Ressourcen ansehen. Dort wird dann auch dieses Video hochgestellt und viele, viele andere Docs42 Classes. So, dann warte ich noch kurz auf Fragen von Ihrer Seite. Falls keine Frage mehr kommt, dann bedanke ich mich fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!